Eigeninteresse ist der Anfang von Korruption, Zerstörung. Wo Trennung herrscht, muss es Konflikt geben. Das ist ein Gesetz. So leben wir unser tägliches Leben in einem kleinen, eingeschränkten Selbst, einem begrenzten Selbst. Das Selbst ist immer begrenzt und das ist die Ursache des Konflikts. Das ist der zentrale Kern unserer Kämpfe, unseres Schmerzes, unserer Ängste und alles Übrigen. Wenn einem all das bewusst wird, wie es den meisten Menschen gehen muss, nicht weil man es be gesagt bekommt oder weil man ein philosophisches Buch oder etwas über Psychologie gelesen hat, sondern weil es eine aktuelle Tatsache ist. Jeder ist mit sich selbst beschäftigt. Jeder lebt in einer getrennten Welt für sich allein. Und deshalb gibt es eine Spaltung zwischen ihnen und dem anderen. Was immer sie tun, ob Gutes oder Schlechtes, wirkt sich auf die übrige Menschheit aus, weil sie die Menschheit sind. Ihr Bewusstsein ist nicht das ihre. Ihr Bewusstsein setzt sich aus seinem Inhalt zusammen. Ohne den Inhalt gibt es kein Bewusstsein. Ihr Bewusstsein setzt sich, genau wie das der übrigen Menschheit, aus Glaubensinhalten, Ängsten, Glauben, Göttern, persönlichen Ambitionen und all dem Übrigen zusammen. Daraus besteht ihr gesamtes Bewusstsein, vom Denken zusammengefügt.